Oh, da vorne ist ein Stego. Ja, da werde ich halt leider nicht rankommen. Ja, im Salzwasser zu jagen ist halt echt schwer. Einfach weil die Strände so seichtes Gewässer haben. Da kommt man halt gar nicht an die ran. Und die haben halt auch keinen Grund, direkt am Wasser zu laufen. Deswegen gibt es echt nur so ein ganz paar Stellen, wo man wirklich erfolgreich sein kann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Wir spielen mal wieder den Dino. Als allererstes machen wir aber einen Abstecher in diesen kleinen Tümpel. Den kennen wir ja auch schon. Da waren wir schon öfter drin. Ich glaube, hier oben in den Bäumen ist ein Herrera irgendwo. Das hört sich zumindest so an. Ach, da oben hängt er. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich kann es auch fast gar nicht erkennen. Aber ich habe jetzt mal ganz nah für euch rangezoomt. Man sieht so ganz leicht die Bewegung. Oh, ich habe sogar noch einen Freund gefunden. Der ist direkt neben mir gespawnt. Ein kleiner Frosch. Ja, ich hoffe tatsächlich eher auf Fische hier, muss ich sagen. Weil so ein Frosch bringt mir halt nicht viel. Au! Warum greift er mich an? Ja, das hat er davon. Oder wollte er den Frosch attacken? Glaub nicht, oder? Oh, da ist was runtergefallen. Ich hatte vorhin ein Geräusch gehört, aber mir ist nicht klar gewesen, dass da einfach was runtergefallen ist. Ein Teno ist das. Ach, wie praktisch. Da kann ich natürlich jetzt die Organe rausschütteln. Oh, da vorne ist ein Teno. Weiß halt nicht, ob ich den an irgendeiner Stelle ins Wasser ziehen kann. Ich werde es mal hier vorne an der Stelle versuchen bei dem Baum. Ah, schade. Wahrscheinlich hat er mich auch gesehen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist halt so schwer im Salzwasser, wirklich. Oh, da vorne ist schon wieder ein Herrera. Wenn er trinken geht oder so, würde ich den auf jeden Fall erlegen. Ich will hier keine Konkurrenz haben, die meine Beute vertreibt. Ich glaube, jetzt kommt er. Nein, ich habe einen Fisch gebissen. Oh, deswegen konnte ich gerade nicht zuschnappen. Das hat ihm fast das Leben gerettet. So, Konkurrenz eliminiert. Normalerweise würde ich es gar nicht machen, solche kleinen Häppchen zu töten. Aber ihr habt ja den letzten Herrera hier im Baum erlebt. Der war halt super laut und hat alle alarmiert. Und dann sind die halt viel, viel aufmerksamer und vorsichtiger. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal den weggesnackt. Hat er Pech gehabt. Oder vor mir ist ein kleineres Croc. Müsste das eigentlich töten, ne? Ja, komm. Ich bin halt echt hungrig. Es tut mir leid. Oh nein, okay, er battelt. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich finde was anderes. Ich zieh weiter. Darf's leben. Oh, der tat mir gerade richtig leid, als er geschrieben hat. You can take the deer. Oh. Oh, da vorne trinkt was. Ein Dibbel. Ah, der ist geschützt hinter den Felsen leider. Da komme ich nicht ran. Aber ich werde den mal beobachten. Oh, da ist wieder ein Croc. Ist kleiner als ich. Greif mich nicht an.
Ich greife dich auch nicht an. Alles gut. Ich bin zwar mittlerweile sehr hungrig, aber ich habe mich soeben dazu entschieden, keinen Kannibalismus mehr zu machen. Ich kann ja auch die Fische hier zur Not essen. Oh, da sind Tenos. Sind da gerade rüber gejumpt. Oh, da ist ein anderes großes Croc. Liegt schon auf der Lauer da. Schwimm mal weg. Auf geht's. Wir machen nochmal eine kleine Nachtwanderung. Ist diesmal ein relativ weiter Weg. Ich hoffe, uns begegnet kein Stego oder sowas. Dann haben wir nämlich ein Riesenproblem. Was ist denn hier passiert? Da liegt einfach eine Raptorleiche auf dem Felsen. Oh oh. Na, das haben wir schon mal erreicht. Das ist sehr gut. Das hier ist allerdings noch Salzwasser. Ich muss halt gleich da hoch und dann noch ein ganzes Stück weiter wandern. Ich möchte nämlich mal zu einem Ort, wo ich noch nicht war. Da vorne ist ein Raptor. Der trinkt einfach Salzwasser. Das kann er doch gar nicht trinken, oder? Der findet mich ganz interessant, glaube ich. Kannst du mich gerne hochbegleiten, mein Kleiner. Und hoffe, dass es da oben kein großes Croc gibt, sonst müssen wir kämpfen. Du bist aber ganz schön gut getarnt, mein Kleiner. Man sieht dich kaum. Du darfst auf jeden Fall trinken, wenn ich da gleich im Wasser bin, also keine Sorge. Dich greife ich nicht an. Aber großziehen werde ich dich auch nicht, dafür habe ich leider keine Zeit. Das haben wir schon in der letzten Folge hinter uns. Muss jetzt schnell sein. Schaffe ich, glaube ich, nicht. Der geht da hinten beim Wasserfall rüber. Vielleicht schaffe ich es doch. Oh, der hat mich, glaube ich, gesehen. So ein Mist. Werde ihn mal hier verfolgen unter Wasser. Falls er rüber schwimmt, dann wäre es ein guter Snack. Ich gehe jetzt ein weiter nach oben. Ich hoffe, mich sehen nicht so viele. Weil wenn die halt wissen, dass ich da oben drin bin, werden die da nicht mehr trinken. Es wäre halt richtig gut, wenn die denken, ich bin noch da unten. Und dabei bin ich jetzt hier oben. Das könnte halt funktionieren. Ich sprinte rein. Und untertauchen. Einmal nach Crocs checken. Sieht aber gut aus. Zumindest auf den ersten Blick. Man weiß ja nie, ob da noch irgendwo ein Croc den Fluss weitergeschwommen ist. Gibt es auf jeden Fall einiges an Fisch, was schon mal sehr nice ist. Fährt mir mal die Leichen hier schnell snacken. Da sind wieder zwei Zeras. Ich hoffe echt, die gehen hier was trinken. Die wollen da rüber. Die trinken hinter dem Felsen. Ach nee, die sind da runtergesprungen. Oh, wie mies. Ich hoffe, die haben mich nicht bemerkt. Snacken da halt gerade irgendwas weg. Ja, dann gehe ich mal aus dem Wasser und gehe Reste essen, oder? Sonst kriege ich hier nämlich gar nichts ab. Ich glaube, die Zeras kommen wieder hoch.
Der eine ist, glaube ich, fast down. Ich habe die gut getroffen schon. Der hier ist echt frech. Okay. Ich flüchte mal lieber wieder ins Wasser. Ich will jetzt nicht sterben an sowas. Leider keine Ausdauer mehr. Er will es halt echt drauf anlegen, ne? War richtig. Der macht das echt gut mit dem Abstand. Ich kann ihn nicht richtig hitten. Ah, sad. Sehr, sehr sad. Ich gehe erstmal unter, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ich glaube, so doll angeschlagen sind wir nicht. Maximal orange. Oh, wir sind doch schon rot. Oha, krass. Na gut. Aber jetzt mal so unter uns. Man sieht ja fast nur noch Zeras. Also richtig, richtig viele. Der ist auch echt broken aktuell, oder nicht? Also der ist wirklich overpowered, glaube ich. Könnt ihr mal eure Erfahrungen mit dem Zera so in die Kommentare schreiben. Also ich finde, der ist halt sehr, sehr stark aktuell. Und auch nervig, weil man ihn halt so oft trifft. Khan oder so sieht man halt fast gar nicht mehr. Oha. Was willst du, ha? Huh? Ich habe hier zum Glück gut was zu essen. Verhungern werde ich nicht. Aber die sind halt richtig auf Krawall gebürstet. Oha. Das war knapp. Ich konnte ihn leider nicht packen gerade. Will mich halt baiten. Der will, glaube ich, meine Fische klauen. Oh, die wollen echt meine Fische klauen. Wie frech die sind. Guckt sie euch an. Von hinten ist auch einer. Was ist los mit euch? Keine Hobbys oder was? Ja, kommt doch mal in mein Element. Dann zeige ich euch mal, wer der Boss ist. Was schreist du denn hier so rum? Was ist los? Warum brüllst du hier so rum? Ey! Ich glaube, der wollte sterben. Oh, da schwimmt was rüber. Ich habe nicht mehr so viel Ausdauer. Mal gucken, ob ich das schaffe. Es wird knapp. Ne, schaffe ich nicht. Oh, das war sogar ein Cerato.
Aber es war keiner von den fiesen Ceratus, also ist alles gut. Sonst hätte ich mich geärgert. Oh, ich glaube, die kämpfen da. Ach, weil da Essen liegt. Das sind Dilo und ein Cerato. Ja gut, ne? Soll ich einfach hingehen, mir das Essen holen? Wisst ihr was, den klaue ich mir jetzt. Was wollen die machen? Tschüss. Keiner kriegt's von euch. Na, guck mal, der Zera beobachtet mich. Es war gut, dass ich noch nicht runtergegangen bin. Der kommt auch direkt wieder her, ne? Die haben halt richtig Langeweile, die Dudes. Oh, guck mal, ein kleiner Dibbel. Alles gut. Komm rüber, komm rüber. Nicht, dass die Ceras dich fressen. Du darfst. Gib dir Begleitschutz. Ich kann den Zerr jetzt aktuell nirgendwo sehen. Das heißt, ich werde es jetzt mal ausprobieren. Leider ist es jetzt wieder Tag. Das macht es natürlich mal wesentlich auffälliger. Aber wir probieren es aus. Bitte kein Fallschaden. Du schaffst es, Croc. Sehr gut gemacht. Und abtauchen. Mit etwas Glück können wir die jetzt überlisten, weil die nicht damit rechnen. Komm, den Terrano, dann erschrecke ich jetzt nochmal kurz vom Server Restart. Dann kommen wir, Panik hat. Oh nein, der Arme. Da fliegt er davon. Ich bin gemein. Jetzt machen wir nochmal eine gefährliche Wanderung. Ich wollte jetzt nämlich mal zu einem Spot gehen, wo ich noch nie war, aber ich glaube, das ist ziemlich cool. Aber das ist nochmal ein ganzes Stück. Wir müssen halt hier den Berg hoch und dann über eine Brücke. Ich hoffe einfach mal, dass wir keinem Landdinosaurier begegnen. Und falls es einer ist, halt kein großer. Aber wird schon schief gehen. Sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus, wenn so ein Riesen-Croc hier so einen steilen Weg nach oben geht. Da hinten müssen wir ganz hoch, da wo der Nebel ist. Ist auf jeden Fall noch ein ganzes Stück. Ich glaube, wir haben ein Problem. Da vorne schreien halt Dibbles rum. Oh nein. Da vorne kommt der Dibble. Es sind mehrere Dibbles. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Oh Gott, drei Stück. Vier Stück, fünf Stück. Wenn die mich sehen, bin ich tot. Gott, es werden immer mehr. Halt einfach. Boah, das war lucky. Alle an mir vorbeigegangen. Und weiter geht's. Hier ist die Brücke, die ich meinte. Ich weiß gar nicht, ob wir da rüber müssen. Vielleicht können wir auch einfach hier runter gehen. Oh, der Kleine hat richtig Panik. Ah, das ist gut. Das heißt, wir müssen nicht über die Brücke rüber. Das ist nämlich das Gewässer, wo ich rein will.
Jetzt erstmal abchecken, ob hier andere Crocs drin sind. Das war ja gerade wieder ein Nervenkitzel. Aber sehr schade, dass ich die Dibbles verpasst habe. Die haben hier bestimmt alle getrunken. Und ich habe jetzt auch nicht mehr so viel im Magen. Na, 40%. Ich weiß halt nicht, ob hier Fische spawnen. Na, wir warten jetzt erstmal ab. Vielleicht können wir auch irgendwas erlegen. Oh, ich glaube, da vorne sind Fische. Oder ist das der Regen? Hier sind Fische. Oh, perfekt. Ja gut, dann kann mir nichts passieren. Die kann ich dann einfach fangen und ans Ufer legen. Und dann essen. Das kennt ihr ja schon, ne? Einfach 8 Minuten liegen lassen und dann sind die auch für die Diät. Schwerste Teil daran ist das Fangen, wie ihr sehen könnt. Oh, jetzt habe ich einen. Aber der Fischschwarm da unten, der geht einfach nicht. Ich habe jetzt da oben an der Oberfläche welche bekommen. Mit der Nachtsicht sieht das immer so böse aus mit dem Auge, weil das so leuchtet. Jetzt aber gerade keine Sounds machen, sonst hätte ich gerne mal gebrüllt. Aber ich will meine Location halt nicht verraten. Das Gute ist, das Wasser hier ist trüb und es regnet. Das hilft halt, dass ich nicht gesehen werde unter Wasser. Weil wenn die jetzt hier trinken, ich kann direkt vor denen sein, rein theoretisch. Ich könnte mich so ans Ufer legen und die könnten mich halt nicht sehen. Schon gruselig, oder? Wenn man da jetzt trinkt und da wird man so angestarrt aus dem Wasser raus. Ah, da vorne sind nur 2 kleine Ceratos, glaube ich. Eigentlich müsste man ja auch anfangen, die zu killen, die Kleinen. Weil die sind eine echte Plage geworden. Also jeder spielt halt Cerato. Aber ich bring's nicht übers Herz. Deswegen kommt da, glaube ich, auch gerade was Großes über die Brücke. Ah, das sind die Eltern. Die würde ich auf jeden Fall snacken. Ich bin nämlich sehr hungrig. Wenn die jetzt hier auch noch trinken kommen. Ach, der will meine Fische essen. Wie frech. Ah, so ein Mist. Der hat mir einen Fisch geklaut. Ist er einfach da hinten rumgekommen. Vielleicht kommt der für den anderen Fisch gleich auch noch. Jetzt muss ich ihn aber schnappen, wenn er den Fisch nimmt. Tja, meine Fische werden nicht gegessen. Ja, das passiert mit euch. Spielt einen anderen Dino. Hört auf, Cerato zu spielen. Oh, wie lange der durchhält. Wahnsinn. So, jetzt kann ich aber meinen Fisch essen. Es war aber auch frech, dass er hier mein Essen klauen will. Selber schuld. Und ich würde sagen, wir haben uns das auf jeden Fall verdient jetzt. Übrigens zum Organe rausschütteln. Ich weiß, ich habe schon oft gesagt. Linke Maustaste gedrückt halten und schütteln. Dann macht er so eine Todesrolle und schüttelt die Organe raus. Oh, schon wieder ein Cerato. Dem klaue ich jetzt seine Beute, glaube ich. Ist, glaube ich, einer von den Kleinen, oder? Komm, dann teilen wir. Ich helfe dir, mein Freund. Komm ich da ran? Ich komme da leider nicht ran. Ah, der Kleine ist wieder da. Er will seinen Steak haben. Oh, er kommt sogar ran von da oben. Wie gut. Ja, lass dir schmecken. Ich würde dich aber aussnacken, weil ich bin schon am Verhungern wieder. Hier ist kein Fisch mehr gespawnt und nichts kommt vorbei. Ich bin ein bisschen traurig. Einfach jetzt so zu verhungern wäre schon echt sad. Aber was soll ich machen? Oh, bringt er mir gerade was runter? Oh, tatsächlich. Oh, wie lieb. Dankeschön. Bist du denn satt? Ich hoffe's.
Man war jetzt nur noch ein Hubs, aber immerhin. Du kannst dich ruhig volltrinken, mein Kleiner. Alles gut. Ich fress dich nicht. Oh mein Gott, ich glaube, der bringt mir schon wieder was zu essen. Der trägt hier gerade irgendwas hin. Warum treffe ich immer so liebe Zeras? Habe ich nicht deinen Papa oder sowas gegessen? Und du bringst mir Food? Womit habe ich das verdient? Das ist verrückt, oder? Aber sehr, sehr lieb. Dankeschön. Auch wenn das immer nur ein kleiner Haps ist für mich, aber das ist in Ordnung. Trink dich mal voll. Ich mach mal kurz den hier. Damit du ganz sicher trinken kannst. Okay, will er gar nicht. Ich glaube, er will irgendwas anlocken oder so für mich. Weiß nicht, was er vorhat. Er hat aber irgendeinen Plan. Ich warte einfach mal ein bisschen. Ich sag's echt ungern, aber ich glaube, wir werden einfach verhungern. Ich habe nur noch 12% im Magen. Und wenn jetzt nicht gleich irgendein großer Pflanzenfresser oder sowas kommt, dann war's das. Weil Fische spawnen hier gerade nicht mehr. Und hier ist gerade halt auch echt tote Hose. Aber der Kleine hört nicht auf. Der schreit wie ein Weltmeister die ganze Zeit durchgehend. Naja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja doch noch irgendwie. Ist auf jeden Fall gerade unsere letzte Hoffnung. Oh, wie böse wir gerade aussehen. Das gefällt mir. Ich glaube, das Sinnvollste ist jetzt, mich einfach auszuloggen und später weiterzuspielen. In der Hoffnung, dass dann hier vielleicht die Zone oder sowas ist. Weil ich habe nur noch 5%. Und jetzt einfach hier zu verhungern, weil hier einfach gerade nichts los ist, das wäre halt echt bitter. Soll ich mich ausloggen? Ich freue mich halt über den kleinen Freund, der bemüht sich halt voll. Aber ich will halt auch nicht einfach verhungern. Verhungern ist halt lame. Ich will kämpfen. Und der Magen ist rot. Hab jetzt noch 5 Minuten. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Aber es sieht nicht gut aus. Und ich glaube, nach unten wandern dauert länger als 5 Minuten. Also das ist auch keine Option mehr. Es ist jetzt einfach reines Glück, ob noch was vorbeikommt. Oder halt die Fische spawnen. Oh, da ist was Kleines. Weiß nicht, ob ich den töten kann. Aber ich muss, wenn ich es hinbekomme. Ich weiß nicht, ob mich das groß am Leben erhält. Wahrscheinlich nicht. Höchstens für ein paar Sekunden. Okay, das war's. Unser Leben ist auf Rot. Nichts mehr gespawnt und nichts vorbeigekommen. Aber wir machen auf jeden Fall einen cooleren Abgang, als einfach zu verhungern. Oh, echt bitter, dass hier kein Fisch gespawnt ist. Also ist es halt manchmal, ne? Wenn dann keine Beute kommt, dann verhungert man einfach. Lasst ein Like da und lebt wohl. Nein!